Ah, scheiß Spinne, ey. Alter, wieso trifft die uns so gut? Warum? Was hat die für ein Skill? So, einen Apfel hatten wir. Ach, scheiße, den haben wir weggeworfen. Ich hoffe, das vergiftet uns hier nicht, das eine Gehirn. Oh, war klar. Das war so klar. Ein Skelett. Oh ja. Nein, wieso gehen uns hier ständig die Schwerter kaputt? Verdammt, ich hau ab. Ich hau hier ab. Oh, wir sehen Creeper. Schnell übers Eis, das geht besser. Ja, perfekt. Wir müssen gar nicht durchs Wasser. Und jetzt schnell weg hier. Bevor es noch zisch und bumm macht. Zisch, boom. Kaboom. Ein Zombie, Hilfe. Aua. Aua. Nein. Aua. Okay, was habe ich gesagt? Aua, eine Spinne. Aua, kommst hier nicht durch. Haha. Gut, ohne Schwert ist das nämlich wirklich kacke. Wir sollten uns vielleicht auch immer ein Reserveschwert dazu bauen. Wir bauen uns gleich mal zwei Schwerter jetzt. Ich hab's ja langsam satt hier. Okay. Das ist plus 6 Attack Damage. Ich bin ja mal gespannt, was so ein Diamantschwert dann hat. Das muss ja richtig viel haben. Lass dich mal gut bekämpfen durch so einen schmalen Spalt hier. Ach, da unten die Tür, oder? Ja, da unten die Tür. Okay, alles klar. Okay. Ja, aber die lasse ich trotzdem nochmal drin. Auch wenn das mal ein bisschen nervt. Hoffentlich kommt hier nicht ein Creeper rein, ey. Dann sind wir echt im Arsch. Gut. Alter, was ist das denn? Mini-Zombie! Hilfe! Habe ich ja noch nie gesehen. Sind die neu? Ein kleiner Zombie? Zombie-Kind? Hilfe! Oh Mann. Das wird hier immer skurriler. Okay, ich glaube, wir legen uns hin. Du kannst ja... Oh nein! Nein! Verdammt! Monster in der Nähe, Monster in der Nähe, ich kann nicht schlafen. Okay, das ist jetzt blöd. Was ist, wenn wir das ein bisschen... Da geht's. Gut, perfekt. Oh, hallo, wer klopft denn da an die Tür? Wie, du... Alter. Mach mir nicht die Tür kaputt. Da gibt's echt Haue, ey. Dafür musste der jetzt sterben. Aua. Brenne! Achso, wir machen, gucken mal kurz, was unser Getreidefeld macht. Damit wir wieder ein paar Schafe züchten können. Ich weiß auch nicht, warum ich hier immer hier lang gehe, weil eigentlich können wir ja da links immer schön hochgehen. Aber naja. Was soll's. Das dauert hier auch. Ja gut, wir sind auch immer nicht in der Nähe, deswegen geht das hier auch nicht wirklich voran. Haben wir jetzt ein bisschen Knochen gesammelt? Nein. Nee, nee, nee. Komm, die Hühner können sich jetzt auch mal ein bisschen reproduzieren hier. Nein, nicht die Tür. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht das Tor aufmachen. Können wir noch hier welche glücklich machen? Ne, leider nicht. Aber vielleicht sind da wieder ein paar Eier drin. Ah, das ist immer ein bisschen blöde. Moment, wir können ja so hier reinspringen. Und dann schmeißen wir ein paar Eier an die Wand. Was haltet ihr davon? Eins kommt da raus, na gut, immerhin. Immerhin. Na, kommt mal in die Ecke. Nein, ich möchte euch nicht da vorne am Eingang haben. Sag mal, bist du blöd da vorne, oder? Was ist los?
Mach gleich eine Notschlachtung. Ah, nein, nicht hier. Nicht hier. Oh nein. Oh. Aber tatsächlich noch Schwein gehabt, ey. Alter, hättest du mir die Moorrüben weggebombt, ey, dann. Ja. Okay, kann man auch nicht mehr viel machen im Nachhinein, wenn so ein Creeper hochgegangen ist. Oh Mann, muss das sein? Die sind auch echt sehr sensibel geworden. Vor allem in den normalen Einstellungen. Könnte, glaube ich, auch irgendwann mal schwer ausprobieren, aber wenn die schon bei normal so reagieren, du kannst ja kaum mehr wegrennen. Vorher hattest du eigentlich immer noch genug Zeit, wegzurennen. Hier haben wir doch bestimmt auch Erde, oder? Jupp. Aber mittlerweile kannst du nicht mehr vor denen wegrennen so einfach. Wenn du das Zischen hörst, dann ist es auch schon zu spät. Ich meine, es ist ja meistens zu spät dann, aber... Oft konntest du früher halt dann auch noch zur Seite hüpfen, aber... Das geht leider nicht. Die Karotten sehen auch noch nicht besser aus. Jo, gut. Plopp. Und hier sind zwei Kürbispflanzen kaputt gegangen. Ja. Kürbiskerne. Hier können wir mal eben hier zerstören. Dann machen wir hier nämlich auch noch mal ein paar Kürbissamen hin. So. Dann sieht das auch ein bisschen schöner aus. Na gut, im Moment ist das noch ein bisschen dahin geklatscht, ich weiß. Ist ja auch nur übergangsweise. Bis wir da oben unseren Turm fertig haben, bis wir die Ranch fertig haben. Weil dann können wir uns auch schöne Felder und so anlegen. Aber bei Minecraft, da braucht es ja alles ein bisschen Zeit. Ich pack mal das Bett wieder da vorne hin, ey. Das ist, glaube ich, doch besser. Normalerweise können wir da auch pennen. Das ging ja nur gestern Nacht nicht. Gut. Dann machen wir uns doch nochmal hier... Lassen wir erstmal die Schafe ein bisschen in sich vermehren und dann... scheren wir die nochmal. Hoffentlich sind die auch alle wieder ganz gut nachgewachsen. Weil für unser Projekt brauchen wir ja Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Oh, das sieht ja gut aus. Okay. Zwei haben es nicht geschafft, aber immerhin. Zack und zack. Gut, dass ihr alle Voice heute, ne? So. Und nun kommt ihr dran. Zack. Jawoll. Du auch, du auch. Die Kleinen können wir noch nicht. Du auch. Und du kommst auch noch. Jawohl. 39 Wolle, das ist ja schon mal ganz gut. Ach, guck mal, da kommt noch ein bisschen was dazu. Und 40. Und wenn das so Blob macht, dann hat wieder ein Schaf Wolle gekriegt, oder? Diesmal nicht. Oder nur krass gefressen. Oder waren das die kleinen Schafe? Okay, na gut. Ach, okay, wenn hier ein krass immer verschwindet. Das ist also das Geräusch, na gut. Hätte ich mir auch denken können, das hört sich auch, wenn man das selber wegschlägt, so an. Ne? Ja. Na, pflanzen wir mal ein bisschen was nach, ne? Was ist da oben eigentlich? Okay. Ach, das ist hier schon... Stimmt, das ist hier schon der Dschungel, ne? Hier geht's schon mit dem Dschungel los. Dann gucken wir doch mal ein bisschen kurz in den Dschungel rein. Wie viel Zeit haben wir noch? Wo steht die Sonne? Genau, über uns. Okay, dann gucken wir doch noch mal ein bisschen uns im Dschungel um. Ich finde es ja auch geil, dass hier die Weideflächen, dann Eisbiom, aber das direkt neben dem Eis- oder Schneebiom direkt ein Dschungelbiom ist. Das ist doch eher selten. Vor allem, das hier ist ja auch eher Sumpf, ne? Also die Blättertextur, das ist Sumpf. Aber die Stämme, das sind auf jeden Fall Dschungelstämme. Sehr skurril. Ist hier Dschungel? Moment. Sumpf?
Moment, das kann man ja hier sehen. Wo steht denn das? Tiger. Tiger? River? Okay, das Biom kenne ich auch gar nicht. Sehr interessant. Plains. Ach so, warte mal, dieses Winterding ist das. Ach, das ist Tiger. Okay, alles klar. Ich wusste gar nicht, dass das so heißt hier. River gibt's auch noch. Okay. Das wusste ich gar nicht. River. Ist ja interessant. Na gut, das ist ja auch ein Fluss. Aber ist mir neu. Deswegen auch die Bäume wahrscheinlich. Deswegen haben die auch solche Texturen hier. River. River. Und da wachsen dann auch Dschungelbäume. Gut. Ja, macht ja auch Sinn. Tiger. Okay. Hier sind ja alle möglichen Texturen vermischt. So wie es aussieht. Hier ist angeblich Tiger. Okay, hier ist zwischendurch noch Schnee und hier wachsen aber schon Dschungelbäume. Das ist wirklich sehr skurril. Das habe ich auch noch nie gehabt. Und da oben, da sind doch auch keine Dschungelbäume, oder? Doch. Weil hier müsste jetzt Dschungel kommen, ja. Okay, das ist Dschungel. Tiger. Echt alles ganz schön vermischt. Okay. Cool. Das ist ja mal geil. Ein riesen See in der Mitte. Und in der Mitte eine Insel mit einem... Steht da ein Baum drauf? Ja. Aber witzig. Witzig, witzig. Sehr ungewöhnliche Karte, muss man ja ehrlich mal sagen. Aber warum nicht? Okay. Eieiei. Da geht's aber weit runter. Ist das eine Schlucht? Sag ich jetzt nicht, das wäre noch eine Schlucht. Schluchten findet man das sonst voll selten, aber hier... Ne, das ist einfach nur ein Riesenloch. Big Hole. Nein! Aua, oh, verdammt, ich hatte ja auch richtig... Alter Schwede. Immer wieder den Schreck gekriegt. Oh, verdammt. Wir müssen was essen. Oh, oh, ich glaube, wir werden echt... Wir werden verrecken. Oh, oh. Verdammt, wir müssen uns so schnell wie es geht. Wir müssen uns bald einbuddeln gleich. Nein, wir kommen hier doch nie wieder lebend raus. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht gleich was von oben. Wir sind sowas von tot dann. Ich meine, ich bin ja zum Glück noch nie gestorben in dem Spiel. Aber also jetzt hier in der Session bin ich tatsächlich noch nie gestorben, ey. Da bin ich echt selbst überrascht. Und das im Survival-Modus. Vorsicht. Wir müssen zusehen, dass wir wieder nach Hause kommen. Und dann müssen wir erstmal ein paar Steaks in die Pfanne drücken. Ich glaube, ein Hühnchen haben wir ja auch noch als Vorrat. Oh, wir müssen dringend wieder Essen besorgen. Jetzt haben wir gleich ein Problem. Nicht, dass wir hier noch verhungern. Mach schneller. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, da hatte ich aber echt gerade Muffen, dass wir da in das Loch reinfallen. Das war echt, da fehlte nicht viel. Okay, da war unten Wasser, aber trotzdem. Verdammt heikle Situation. Wie viel haben wir? Getreide oder so? Wir können uns auch nicht wirklich was machen aus den Sachen hier. Falsche Treppe. Ich wollte ja eigentlich hier zu unserer alten, Bude. Da müsste noch was in der Kiste sein. Ja, guck mal, Getreide, da können wir uns noch ein Brot draus machen. Gehirne ist ein bisschen ein Risiko. Wir können mal eins essen und hoffen, dass das jetzt diesmal nicht... Ah, oh, hat uns vergiftet. Scheiße. Okay, dann warten wir erstmal ab, bis das sich gelegt hat. War hier noch was drin? Leider nicht mehr. Oh, das hält noch ein bisschen an. Ja, gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut.
6 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1. Das sieht auch geil aus. Meine Sonnenbrille da unter. Okay. Gut, jetzt sind wir wieder gesund und jetzt hauen wir uns ein Brot rein. Dann geht das auch gleich wieder bergauf mit dem Leben. Wie gesagt, wir brauchen unbedingt einen Zaubertisch, weil wenn wir jetzt irgendwie sterben, dann sind die 32 Level futsch. Das wäre ein bisschen schade. Hauen wir uns nochmal die Pofe. Oh, Age of Empires 2. Das erkenne ich sofort. Schöne Musik. Echt, da kommen wieder Erinnerungen hoch. Und ich glaube, das werde ich vielleicht auch nochmal let's playen. Zumindest so einzelne Spiele. Vielleicht nicht, muss nicht unbedingt lang, vielleicht wahrscheinlich auch so spontan ein bisschen mal eine Stunde aufnehmen oder so. Mal gegen einen Computergegner spielen. Mal sehen. Oder vielleicht auch die Kampagne durchspielen. Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube, das werde ich auch nochmal spielen. Ich müsste das mal irgendwo liegen haben. Muss ich mal echt gucken. Und Anno 1602 mache ich vielleicht auch mal ein Let's Play von. Das habe ich auf jeden Fall noch liegen. Das habe ich jetzt gerade irgendwo gesehen. Ach, guck mal. Müssen wir uns sogar noch was einziehen. So. Jo, scheren wir mal wieder ein paar Schafe. Oder erkunden wir gleich nochmal den Dschungel. Wir scheren eben die Schafe und dann machen wir uns sofort wieder auf die Tour. Würde ich sagen. Wir passen diesmal aber auf, dass wir nicht in das Loch reinfallen. So, guck mal, die sind schon wieder nachgewachsen hier. Gut. Na. 64, guck mal, wir haben schon ein Stack Wolle. Da können wir ja dann bald auch wieder mit dem Turm weitermachen. Aber ich denke mal, das machen wir erst in der nächsten Aufnahme. Jetzt haben wir ja ein bisschen geguckt und ein bisschen eine Rundreise so ein bisschen gemacht. Ja, schon mal mit der Ranch angefangen. Ordentlich Tiere gesammelt. Und dann können wir auch mal mit dem Turm weitermachen, genau. Vorher müssen wir erstmal ein paar Kühe auch züchten, damit wir Essen haben. Oh! Eine Katze! Eine Wildkatze! Oder auch ein Ozelot. Mich würde ja mal interessieren, ob wir vielleicht irgendwo einen Tempel finden. Das wäre nicht schlecht. Oh, ganz viele Katzen. Mini-Katzen. Gibt es jetzt echt kleine Tiere? Das ist ja witzig. Das gab es früher noch nicht. Also zumindest nicht so in freier Wildbahn. Klar, man konnte die auch züchten, aber ich glaube, mit Katzen ist das sowieso extrem schwer. Da muss man erstmal angeln und einen Fisch fangen und ja. Ich weiß nicht mal, wie man eine Angel baut, glaube ich. Also, oder? Obwohl, doch müsste ich eigentlich noch auswendig wissen. Ich habe erst einmal oder so eine Angel gebaut oder so. Und auch nur, obwohl, ja, das könnten wir auch mal machen. Ein bisschen Fisch fangen wäre vielleicht gar nicht so die verkehrte Idee. Aber das dauert auch relativ lange, bis man da mal einen fängt. Aber wäre echt cool, wenn hier irgendwo ein Dschungeltempel wäre. Wäre echt cool. Also im Notfall, wenn wir hier nicht wieder so schnell zurückkommen, dann können wir uns auch eine Zwischenbleibe bauen. Wo wir erstmal unterkommen können. Ich hätte mir tatsächlich mal die Koordinaten von dem Ursprungsort aufschreiben sollen, aber... Na gut, ich habe ja ein paar Backups gemacht und dann kann ich die da auch raussuchen, falls wir das nicht wiederfinden sollten, aber... Dürfte nicht zu schwer sein. Überall Pferde hier, Mensch. Da hinten auch ganz viele... Weiße Pferde vor allen Dingen, schön. Ganz viele weiße Pferde, cool. Ah, Zuckerrohr wächst hier auch. Nett. Da hinten sind wieder Kürbisse. Was ist hier passiert? Kohle an der Oberfläche, ja cool. Die bauen wir erstmal ab. Kohle kann man ja nie genug haben. Okay, da lädt die Welt langsamer als die Viecher.
coole Gegend, aber leider kein Tempel, so wie es aussieht. Gucken wir gleich erstmal noch mal ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir ja doch noch einen. Oh, wieder ein Kätzchen. Und Schafe. Ach, wir haben keine Spitzhacke mehr, ne? Okay, na gut. Aber wir kommen hier bestimmt noch mal irgendwann hin. Was ist hier? Das hat noch nicht richtig geladen, oder? Ja, habe ich mir gleich gedacht, okay. Ich wollte gerade sagen, das sieht nicht so nach einer Höhle aus. Ah, jetzt hat es nachgeladen. Und da ist ein Sumpf. Cool. Ein Sumpf hatten wir doch beim letzten Mal auch schon gefunden. Das ist wahrscheinlich der, weil wir jetzt von der anderen Seite rankommen. Den hatten wir schon mal gesehen. Da waren wir auch ein ganzes Stück wahrscheinlich aus der Richtung irgendwo gekommen, hinter dem Wald.